Das Honigfest in Wietzendorf. Den Auftakt zur Veranstaltung übernimmt die Jagdhornbläsergruppe. Schnell füllt sich der Vorplatz und jetzt ist auch der Bürgermeister an der Reihe. Mit einer Rede eröffnet Uwe Vrieden das Fest. Anfang der 70er Jahre hat der damalige Oberkreisdirektor des Landkreises Soltau-Fallingbostel überlegt, dass in allen Gemeinden des Landkreises verschiedene Festivitäten zur Belebung stattfinden sollten. Für Wietzendorf ist dann überlegt worden, ein Honigfest zu starten, das es so in dieser Form nirgendwo gibt. Seit 1974 veranstalten wir die Feste jährlich am letzten vollen Septemberwochenende. Das heutige Honigfest ist das 42. seiner Art. Seinen Namen verdankt es den vielen Imkern aus der Region. Kein Wunder also, dass sich gerade diese Berufsgruppe dem Wietzendorfer Publikum präsentiert. Das Wietzendorfer Honigfest ist ein Fest des Verkehrsvereins und der anderen Wietzendorfer Vereine für die Wietzendorferinnen und Wietzendorfer und auch für die gesamte Umgebung. Wir haben hier vielfältige Angebote, zum Beispiel ist das Honigfest ein Musikfestival. Es werden verschiedene Spezialitäten aus der Region zum Essen angeboten. Das alte Handwerk wird hier wieder dargestellt und belebt und Sie können hier auch über die Flaniermeile gehen. Mehrere tausend Besucher besuchen dieses Fest in jedem Jahr, das überregional auch Beachtung findet. Bühne frei für den Musikverein Wietzendorf. Das Programm ist bunt, die Unterhaltung toll. Hier zeigen Grundschüler ihr Talent, die Straßenmusikanten der Plöhrdöpkes aus den Niederlanden ihre Ambitionen. Begehrt und deswegen schnell vergeben die erhöhten Plätze auf der Veranstaltung. Für die Wietzendorfer ist das Fest ein geeigneter Treffpunkt. Sie treffen dort ihre Gäste, sie reden miteinander, sie zeigen ihr Dorf, sind auch stolz darauf, auch den Ablauf des Festes hier zu präsentieren. Gerade auch abends kommt man sich hier näher und hat großartige Begegnungen. Neben Musik und guter Laune sorgen die Veranstalter mit Landvolk, Landfrauen, Landjugend und altem Handwerk für weitere Attraktionen. Und dabei dürfen Familien natürlich nicht zu kurz kommen. Dass das so ist, dafür wiederum sorgen jede Menge Attraktionen wie Karusselle, Autoscooter oder Spielbuden. Und wer hier nicht auf dem Flohmarkt fündig wird, der genießt zumindest ein kühles Getränk und den ein oder anderen Leckerbissen mit seinen Freunden.